Hallo meine lieben Zuschauer, willkommen zurück hier bei Risen 3 Titan Lords. Einen Moment. Meine Türe ist zu und damit können wir ungestört fortfahren. Hier in der Lagerstätte der Wächter. Ich denke mal, hier werden wir nicht reinkommen. Halt! Keinen Schritt weiter! Du willst doch wohl nicht einfach hier reinspazieren, was? Und wenn es so wäre? Nix da. General Magnus möchte nicht, dass die Magier gestört werden. Also, ohne Erlaubnis des Generals lasse ich hier niemanden rein, klar? Verstehe. Okay. So geht's also schon mal nicht. Ich weiß jetzt nicht, was das hier für ein... Besuchsrecht. Alles klar. Rein kommen wir also so erstmal gar nicht. Da würde ich sagen, werden wir uns hier weiter umschauen und die ganzen Charaktere nach und nach kennenlernen. Wer bist du denn? Stanley. Irgendwas riecht hier komisch. Tja, mein unwissender Freund, das bin dann wohl ich. Aber bevor du auf falsche Gedanken kommst, der Geruch kommt vom Schießpulver. Flinten sind mein Leben. Ah ja. Kannst du nicht zaubern? Überleg mal, was machst du bitte schön, wenn der Kristallhandschuh versagt? Wenn's hart auf hart kommt, stehe ich ungern nackt da. Macht Sinn. Ich sag immer, was ist besser als ein Magier? Ein Magier mit Flinte natürlich. Na gut, da mag jeder anders drüber denken. Ich denke nicht so. Ich finde, der Magier mit Schwert ist der optimale Kämpfer. Wie stehst du zu den Magiern? Offiziell sind sie natürlich die mit dem großen Plan. Huiuiui. Bauen da so ein Ding, das angeblich die Menschheit vor den Titanen retten wird. Aber mir ist nur wichtig, dass ich bezahlt werde. Wer das macht und wofür ich meinen Arsch hinhalte, ist mir egal. Okay. Welche Aufgabe hast du unter den Wächtern? Ich bin für die Wartung und Instandsetzung der Schusswaffen zuständig. Haben zwar nicht wirklich viele, aber ich bin der Einzige, der was davon versteht. Darum muss ich auch nicht in den Minen ackern oder wie dieser Vetranio das Waschweib spielen. Ah, Vetranio, den haben wir schon kennengelernt. Das ist der gute arme Kerl, der eine Putzhilfe bzw. eine andere Person fürs Putzen der Räume sucht. Was stimmt nicht mit Vetranio? Ach, das ist einfach ein Versager wie fast jeder Neue. Dachte wohl, dass wenn er ein paar Funken zaubern kann, er der dickste Hecht im Lager wird. Aber so läuft's nicht im Leben. Wer nix kann, ist auch nix wert. Leider stimmt das so, aber... Jeder fängt mal klein an. Du vielleicht, ich nicht. Ich bin schon immer handwerklich begabt gewesen. Ich folge einfach meiner Berufung. Pass auf! Wenn du was über Schusswaffen lernen willst, bist du bei mir goldrichtig. Ich kann die Dinger so schnell zerlegen und zusammensetzen, da schlackerst du mit den Ohren. Nee, danke. Schusswaffen sind so gar nicht mein Ding. In diesem Spiel nicht, in Risen 2 schon. Deshalb werden wir hier erstmal ein wenig Abstand davon nehmen. So, hier haben wir noch mehr Gnome. Hallo, Ali. Eines Tages wird Ali großer Wächter. Jip, jip. Ah ja. Ich bin gespannt. Und wer ist das hier? Sieht aus wie Jaffa. Jaffa. Unser Held aus Risen 2. Das ist ja nicht zu glauben, dass wir den hier wiedersehen. Ah, Homie. Du hier, Lucky Lucky. Wer bist du denn? Ich bin Jaffa. Ein großer Held und Freund der Menschen. Ah ja, war ich jedenfalls einmal, Miss Hadder. Was heißt, du warst ein Held? Seh dir doch an mein Leben heute. Jaffa geworden, Matar. Ein Meister der Gnome, der muss ausbilden einen jungen Gnom. Ist das schlecht? Nee, aber das heißt, für Jaffa muss er aufpassen auf Schützling und ich nicht mehr kann zur See fahren. Bin hier gestrandet auf stinkende Insel Taranis, Miss Hadder. Das finde ich jetzt mal wieder sehr... sehr episch, dass wir hier einen, was heißt episch, sehr gut gemacht, dass wir hier jetzt einen alten Begleiter unseres alten Heldens finden, und zwar Jaffa. Sehr schön. Wie macht sich dein Schützling? Jaffa hat versagt. Mein Peewee war zu lange unter Menschen. Hat nie richtig gelernt von seinem Matar, was es heißt, ein Gnom zu sein. Wer ist dein Peewee? Mein Schützling heißt Ali. Er läuft durch Lager und erzählt jedem, dass er will werden Wächter. Ah ja,
Den habe ich schon getroffen. Oh nein, große Enttäuschung ist Jaffa. Kein guter Matar. Dann lass Ali doch Wächter werden. Dann bist du den kleinen Quälgeist los. Aber Ali ist ein Gnom. Kein Gnom war bisher Kadett. General Magnus hat noch nie einen Gnom aufgenommen. Einmal ist immer das erste Mal. Du machst Scherze mit Jaffa. Eigentlich finde ich das eigentlich auch eine sehr gute Idee. Warum sollten die Gnome immer nur wie Sklaven gehalten werden, wenn die doch eigentlich auch vielleicht ihrer Berufung folgen könnten? Oder eher gesagt, ihrem Streben danach, Mitglieder der Wächter zu werden. Warum nicht? Ich kümmere mich um deinen Ali. Was denn? Du redest mit Matus, dass er macht Ali zu einem Wächter? Ich denke, ich schaue mir erstmal deinen Schützling genauer an. Hat Ali irgendwelche speziellen Fähigkeiten, die den General beeindrucken könnten? Naja, er ist ein Gnom. Ich sehe schon. Das wird nicht leicht. Okidoki, ich warte hier so lange. Das könnte ja heiter werden, ein ungewöhnlicher Kadett, und zwar sowas von. Warum segelt ihr beiden nicht einfach woanders hin? Anfangs waren wir hier, weil Gnome hier gebraucht werden. Jaffa hatte große Verantwortung für Menschen und besonders für meinen Schützling. Jaffa heute nur noch hier, weil Schützling nicht will verlassen Taranis. Okay. Wenn du gerne zur See fährst, ich könnte dich gut gebrauchen. Jemand mit deinen Diebesfertigkeiten fehlt mir noch in meiner Crew. Oh ja, Jaffa ist sehr geehrt zu hören, dieses großzügige Angebot. Aber Jaffa ist Matar und kann nicht einfach verlassen seinen Schützling. Ah, ich weiß schon, worauf das hinausläuft. Aber okay, wir werden also erstmal mit Ali reden. Na, Ali? Eines Tages wird Ali... Ein großer Wächter? Ja, richtig. Woher weißt du? Dein Meister hat mir davon erzählt. Matar Jaffar? Schlauer Gnom. Du machst deinem Meister große Sorgen, Kleiner. Nein, nein. Nicht Sorgen machen muss Jaffar. Ich werde Kämpfer sein und wirken Magie. Ali dann stark und nicht mehr brauchen Jaffar. Okay, mit Magie finde ich jetzt schon wieder eine sehr unwirkliche Vorstellung, wenn ich mir vorstelle, dass der Gnom hier mit Feuerbällen durch die Gegend läuft. Naja. Ich habe deinem Meister versprochen, dir zu helfen. Homi Halpo? Gute Sache das. Ali braucht Menschenfürsprecher für General Magnus. Sonst er mich niemals aufnehmen bei den Wächtern. Du gehst zu General. Sprechen mit ihm. Ali wird dich begleiten. Oh Mann. Für den Bürgen, das kann aber auch heiter werden. Woran ich gerade denken muss, Jaffar war ja in Risen 2 sozusagen unser Unterwürfiger und wir waren der Matar. Jetzt hat er hier seinen eigenen Unterwürfigen und ist selber Matar. Sehr genial. Magnus? Nehmt ihr auch Gnome bei den Kadetten auf? Als Kadetten? Du machst wohl Witze. Gnome sind nicht gerade das, was wir hier brauchen. Ach so, aber für euch arbeiten lassen könnt ihr sie schon, ja? Du redest doch von Ali, oder? Er will schon Wächter werden, seit er hier angekommen ist. Zugegeben, der Kleine hat schon viel geleistet hier im Lager. Dann bilde ihn aus. Na gut, überzeugt mich. Ich habe keine Zeit, ihm alle Grundbegriffe beizubringen. Zeigt mir, dass der Kleine wenigstens kämpfen kann. Und ich überlege es mir eventuell, ihn zum Kadetten auszubilden. Eventuell. Was heißt das denn jetzt schon wieder? General Magnus wäre eventuell bereit, dich auszubilden. Du wärst dann zwar noch kein Kadett, aber hast schon mal einen Fuß in der Tür. Yippie! Langsam. Er will erst sehen, dass du die Grundbegriffe des Kampfes beherrschst. Ali kann kämpfen wie ein Panther. Ich werde es dem General zeigen. Aber wie? Ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Wir könnten einfach ein Showkämpfchen machen und verlieren. Dann steht Ali ja eigentlich ganz gut da. Wird zwar schlecht, aber das ist ja egal. Wir machen einfach ein kleines Showkämpfchen. Ja, aber du bist viel größer als Ali. Sagtest du nicht, du seist stark wie ein Panther? Ja, aber du darfst dich nicht wehren, sonst wird Ali nicht kämpfen. Na schön,
Ich lass mich von dir schlagen, bis ich am Boden liege. Das sollte den General überzeugen. Yippie! Gute Idee. Du sagst, wenn es losgeht, ja? Okay, los geht's. Greif mich an, Kleiner. Hua! Attacka! Warum habe ich ein schlechtes Gefühl dabei? Ein sehr, sehr schlechtes Gefühl. Wir lassen uns umhauen. Ha! Wie ist der Held denn umgefallen? Oh Mann, Hilfe. Ich wurde in einem so fairen Kampf besiegt. Nein, nein. Ha! Ali ist der Größte. Mensch hat jetzt Angst vor mir, ja? Vergiss nicht, das war nur Spaß. Werde jetzt also nicht übermütig, Kleiner. Im Ernstfall ist es bestimmt nicht so einfach. Okay, Homie. Wie sieht aus meine Ausbildung bei General? Ich rede gleich mit ihm. Homie, besser beeilen. Ah ja, wir haben auf jeden Fall schon mal Seelenpunkte bekommen, dafür, dass wir eine gute Tat gemacht haben. Hört schon auf mit dem Theater. Ich werde den kleinen Ali ausbilden. Oh, das ist ja eine gute Entscheidung. Spar dir deinen Kommentar, sonst überlege ich es mir doch noch anders. Alles klar, Ali? Ab heute ist General Magnus dein Meister. Yippie, mein Traum sich jetzt erfüllen. Ich gleich gehe zu andere Gnome und erzähle davon. Eines Tages Kristallhandschuh eines Wächters mein Aurikulki wird sein. Danke, Homie, für große Hilfe. Yippie! Ja, Aurikulki, erinnert euch, das ist das Hab und Gut eines jeden Gnoms. Wodurch er ja, wie soll man sagen, wie war es nochmal? Ja, der wertvollste Gegenstand, den ein Gnome in seinem Leben findet, bei unserem guten Jaffa, ist es ja der Hut von Stahlbart, den er auch hier auf seinem Kopf trägt. Dein Schützling Ali ist unter der Haube. Magnus wird ihn zum Wächter ausbilden. Yippie, gute Neuigkeit. Ali nun Piwi von Magnus. Jaffa jetzt frei. Wie sieht's aus? Heuerst du bei mir an? Jaffa kann wieder gehen auf große Reise. Wo ist dein Schiff, Captain? Ich habe noch kein großes Schiff. Lediglich eine kleine Schaluppe. Jaffa will nicht fallen zur Last. Ich werde warten, bis du hast großes Schiff. Dann kommst du nochmal zu mir und ich werde dich begleiten. Wäre ja auch zu einfach gewesen, jetzt einfach Jaffa mitzunehmen. Aber okay. Wir wollten uns hier auch noch die restlichen Gebäude anschauen, bevor wir Richtung Mine marschieren. Nein, hier ist gar nichts. Es sieht auf jeden Fall wunderschön aus. Natürlich die Textur, die Weitsicht, das ist alles nicht so berauschend. Okay, da geht die Brücke hinüber. Von der großen Halle wahrscheinlich zu den Gemächern der Magier oder etwas in der Art und Weise. Einen Strand haben wir da unten auch noch. Was ist das da? Ah, das Schiff von denen, alles klar, ich verstehe schon. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Ob wir da irgendwo was mitnehmen können? Nein! Ich wollte die Goldmünzen aufheben und habe jetzt stattdessen... wir sind wieder in der Scherbenwelt. In der Scherbenwelt, sage ich schon. Scherbenwelt. Scherben, oh Gott. Ich meine natürlich in der Schattenwelt. Scherbenwelt. Das habe ich nie gesagt. Wie cool, wir können sogar zurücklaufen. Ja gut, dann werden wir wieder rauskatapultiert und verlieren wieder eine Seele. Ich verstehe es noch nicht ganz, was es damit auf sich hat. Ist ja gut. Mein Kopf. Alles dreht sich. Ich sollte aufhören, in Betten zu gehen. Das tut unserem Helden nicht gut. So. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal zur ersten Mine. Hier in dem Gebäude gibt es an sich nicht viel zu sehen. Hier ist noch eine Schmiede, die jetzt gerade nicht besetzt ist. Eine Werkbank. Aber
Aber wenn wir gerade mal da sind, können wir natürlich hier auch die Sachen mitnehmen. Denn gegen ein paar zusätzliche Geldmünzen habe ich natürlich nichts einzuwenden. Erst recht nicht hier in Risen. Sogar ein Pokal. Ein goldener Pokal. Da war doch was. Nein, da war gar nichts. Ich war gar nicht in deinem Haus. So. Okay, die erste Mine befindet sich ja direkt hier im Dorf, dann würde ich sagen, beziehungsweise hier im Lager. Dann würde ich sagen, suchen wir diese auch als allererstes auf. Ihr wisst ja, ich verstehe noch nicht ganz, wie man jetzt schlafen soll, da wir dann direkt in die Schattenwelt kommen. Aber trotzdem werden wir mal unser Bestes versuchen. Da dürfen wir noch nicht reingehen. Das heißt, wir gehen hier den Weg hoch. Denn ich glaube zumindest... Oh Gott, wir sind fast tot. Denn ich glaube zumindest, dass der Weg da nach oben zur Mine führt. Das wäre genial, denn dann hätten wir die erste von dreien schon mal gefunden. Tatsächlich. Zwei Eingänge, sehe ich das richtig? Moment. Ich bin jetzt in dem Gebäude, wo ich nicht rein durfte. Durch den Hintereingang. Das Schloss ist zu kompliziert für mich. Das ist natürlich sehr lustig. Jadestein, Schatulle. Goldsack, Jadestein, Jadestein. Das hat sich ja gelohnt. Raus hier! Entschuldigung. Ja, verschwinde. Okay, da runter zu springen war nicht die gute, die beste Idee. Aber okay. Gut, ich würde sagen, wir gehen erstmal, ich sehe eine Mine und wenn ich hier reinschaue, sehe ich eine Mine. Ich würde erstmal hier reingehen und hiervor steht auch der gute Frink. Ah, ein neues Gesicht im Lager. Bist du der Ersatz für Garelt? Lügen wollen wir nicht. Nicht, dass ich wüsste. Ach, verflixt. Ich hatte gehofft, dass endlich jemand seinen Posten übernehmen würde. Muss ich mich wohl weiterhin mit diesem Drückeberg herumschlagen? Was für ein Problem hast du mit Garelt? Eines? Hunderte. Selbst die einfachsten Sachen kriegt er nicht hin. Hier herrschen klare Regeln und wenn diese nicht befolgt werden, dann ist ja bald der Ofen aus. Von welchen Regeln sprichst du? Na, dann sperr mal deine Lauscher auf. Erstens, das Wort der Magier ist Gesetz. Zweitens, die Förderung von Kristallen hat die höchste Priorität. Und drittens... Man hat auf dem Posten nicht einzupennen. Okay, okay, ich hab's kapiert. Ach, hast du? Wie lautet dann die erste Regel? Das Wort der Magier ist Gesetz. Das Wort der Magier ist Gesetz. Absolut richtig. Ohne eine strenge Befehlskette läuft gar nichts. Nur wer die Regeln des Lagers beherzigt, wird es zu etwas bringen. Da hat er allerdings recht. In einer Gemeinschaft muss man natürlich die Regeln befolgen, um sie zu fördern. Ihr könnt jetzt gerne eure Augen verdrehen, aber so ist es nun mal. Brauchst du Hilfe? In der Tat. Ich warte seit einer Ewigkeit auf eine Lieferung Kristallbeutel aus der Lagermine. Da ich nicht damit rechne, dass Garelt sie liefert, wirst du sie mir liefern. Es würde sich für dich lohnen. Mein Wort hat hier im Lager Gewicht. Ich bringe dir deine Kristallbeutel. Ausgezeichnet. Vier gefüllte Beutel sollten reichen. Und immer dran denken... Die Förderung von Kristallen genießt... Ja, ja. Höchste Priorität. Okay, die Lagermine. Die Beleuchtung gefällt mir. Schön hell und freundlich. Auch wenn sie ein wenig groß ist.
Eine Truhe. Fackel Eisenerz. Kristallbeutel, 1 von 4. Ah, okay, da ist der andere Eingang. Führt also nahe hinein zum gleichen. Spitzhacke, Spitzhacke. Eisenerzart. Okay, wir können also wieder Bergbau betreiben. Das ist sehr schön. Fünfmal Eisenerz aus einer Ader, das ist auch in Ordnung. Was haben wir hier? Führt, glaube ich, auch wieder... Kristallader. Okay, führt, glaube ich, auch wieder im Nahen zu einem Tunnel zusammen, die beiden Wege, rechts und links. Ich frage mich trotzdem, wo der Kerl ist, der eigentlich die Beutel liefern sollte. Fünfmal magischer Kristall erhalten. Bist du es? Geralt. Was willst du? Müde? Wärst du auch, wenn du ständig Wachdienst schieben müsstest? Nicht Geralt, sondern Garelt. Was ist das denn? Wachdienst? Hier passiert doch eh nichts. Mach doch mal eine Pause. Flink habe ich beauftragt, hier eine Mine Kristallbeutel aufzusammeln. Mach doch mal eine Pause. Um mich von Frank erwischen zu lassen? Nö. Muss eh noch dem Gnom Darkheel Beine machen. Der pennt sich wieder einen zusammen. Hey! Warte mal, was hältst du von folgendem Vorschlag? Du machst Darkheel Beine und ich mach meine Pause. Ich glaube zwar nicht, dass der hier viel zu tun hat und deshalb eine Pause nötig hat, aber einen Gefallen tun wir natürlich trotzdem gerne. Erstmal, warum überhaupt Wachdienst? Wachdienst? Hier passiert doch eh nichts. Genau das habe ich Frank auch versucht zu erklären. Aber der kam mir gleich wieder mit seinem Vorschriftenquatsch. Ich sag dir, der hat den Kopf so tief in Magnus' Hintern, für den scheint nie die Sonne. Schön gesprochen. Frink hat mich beauftragt, hier in der Mine Kristallbeutel aufzusammeln. Ach, bist du jetzt sein neuer Laufbursche? Er sagte, dass das eigentlich dein Auftrag ist. Es war mein Auftrag. Jetzt ist es deiner. Das machst mal schön du. Aber sieh's locker. Mal gewinnt man, mal verliert man. So ist das Leben. Ach ja, ich habe kein Problem damit, die Beutel zu sammeln. Aber nochmal zurück zu dem Thema mit dem Beine machen für den einen Gnom. Also den einen Gnom anzufeuern. Was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Ganz einfach. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Wenn hier und da ein paar Kristalle in deine Tasche wandern, habe ich nichts gesehen. Aber lass dir ja nicht einfallen, unsere Abmachung bei Frink für ein paar Goldmünzen zu verpetzen. Das würde mich jetzt interessieren, wenn ich jetzt rauslaufe und Frink etwas petze. Geht das jetzt? Ich meine, ich bin natürlich für die Ordnung, für die Gerechtigkeit hier. Deshalb müssen wir ja theoretisch verpetzen, dass der sich Kristalle einsteckt. Geralt meinte, ich kann in der Mine ein paar Kristalle mitgehen lassen. Was? Das wirst du schön bleiben lassen. Die Kristalle sind für die Magier. Hier hat sich niemand zu bedienen. Ich werde Magnus Meldung machen. Das hat ein Nachspiel für Geralt. Und was dich angeht, hoffe ich, dass sich keine Kristalle aus der Mine in deinen Taschen befinden. Ja, Natürlich nicht. Gut. Ich habe auch nichts anderes von dir erwartet. Das heißt aber nicht, dass ich dich nicht weiter beobachten werde. Wenn du mir sonst nichts mehr zu berichten hast, kannst du gehen. Alles klar, den haben wir verpetzt, aber wie gesagt, so ist es ja im Nachhinein auch nur fair. Aber okay. Ich würde sagen, an dieser Stelle verabschiede ich mich dann von euch. Im nächsten Video werden wir dann weiter nach den Kristallbeuteln suchen. Und so weiter und so fort. Man sieht ja sogar hier richtig die Mineneingänge. Das ist ja gut gemacht. So, hier waren wir überall noch gar nicht in diesem ganzen, ja, hügelartigen, geländeartigen Hinterland. Das ist alles noch unentdeckt und das ist nur eine Insel. Das ist unglaublich. Hier unten ist noch auch noch die ganze Ecke, wo sich der Titanenlord befindet. Es ist unglaublich. Oder der Schattenlord eher gesagt. Hier waren wir auch noch nicht. Bei diesem Haus hier waren wir auch noch nicht. Es ist unglaublich, auf der Insel waren wir auch noch nicht. Die Höhlen haben uns auch noch nicht angesehen. Also es ist... Allein diese eine Welt hier ist so riesig. Ist unglaublich, wirklich. Naja. Ich würde trotzdem sagen, wir machen jetzt einen kleinen Schnitt. Und beim nächsten Mal geht es dann hier weiter. Mit der Suche nach den restlichen Kristallbeuteln. Und danach müssen wir dann das Lager erstmal verlassen. Und die beiden anderen Stellen aufsuchen. Die beiden anderen Minen aufsuchen. Von denen noch die Kristalllieferung fehlt. Das Ganze gibt's aber erst beim nächsten Mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Und ich sage, bis dann, Leute.